Als Gerätetaucher taucht man, um die Umwelt zu entdecken. Als Freitaucher taucht man, um sich selbst zu entdecken. Wir haben keine Pressluftflaschen, nur die Luft in unserer Lunge. Wo ist das nächste Atemloch? Kann ich dorthin kommen? Habe ich genug Reserven in meinem Körper an Sauerstoff? Und das macht eigentlich die Faszination aus, in Höhlen oder in Minen zu tauchen. Es ist ganz wichtig, dass man die Orientierung nicht verliert. Sonst könnte man ja nicht das Atemloch finden und das wäre natürlich ein Worst-Case-Szenario. Wenn man nach dem ersten Tauchgang in einer neuen Mine auftaucht und den ersten Atemzug nimmt, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, weil du weißt, ich habe eine neue Welt entdeckt.